Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wen ich hier verdächtigen soll. Weil, ja, so vieles für die Leute spricht, aber dann auch immer so vieles dagegen. Was mache ich jetzt eigentlich? Wo muss ich noch hin? Hier habe ich alles erledigt. Zentrum von Oxford. Ich glaube, ich gehe erstmal hierhin zurück. Und dann muss ich wohl oder übel nochmal zurück zum College. Und da, was steht da jetzt? Und muss da irgendwie versuchen, das mit dem Hütchenspieler hinzukriegen. Einladung des Daedalus-Clubs. Ach, sag bloß. Der ist für mich. Komisch. Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Der Daedalus-Club weiß alles. Das möchte ich jetzt natürlich wissen, was da drin steht. Auf der Einladung und auf der Streichholzschachtel des Clubs befindet sich keine Adresse. Ich muss herausfinden, wo ich heute Abend eigentlich hin muss. Sofern ich überhaupt kann. Da könnte uns... Ach nee, der Mephistopheles, der wird uns wahrscheinlich auch nicht helfen. Weil man das doch alles... Hallo? Hallo. Weil man das doch... Hallo. ...alles alleine rausfinden muss. Oma! Wie sieht's aus? Loras Geist. Ach ja, Schlüssel zum Turm, genau. Dr. Hellborn hat mir eine Liste mit Loras Erscheinungen gezeigt. So wie die Gestalt, die ich oben auf der Treppe gesehen habe. Das hätte er nicht tun sollen. Das ist Dr. Stiles Privatangelegenheit und geht niemandem etwas an. Ich hätte ihn nicht in dieses Zimmer lassen sollen. Das stimmt. Aber David braucht unsere Hilfe. Er braucht lediglich Ruhe und darf sich nicht aufregen. Würden die Leute ihn in Ruhe lassen, wäre mit ihm alles in bester Ordnung. Aber das ist genau der Punkt. Er wird nämlich nicht in Ruhe gelassen. Irgendjemand täuscht Loras Erscheinungen vor. Wer sollte denn so etwas tun? Und wie kann diese Person es so aussehen lassen, als wäre Dr. Stiles arme, tote Frau wieder am Leben? Ich gebe zu, dass das schwierig ist, aber scheinbar nicht unmöglich. Niemand treibt mit Dr. Stiles seine Spielchen. Am besten wäre es, wir würden es einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Lass den armen Mann in Ruhe und vergiss die Sache einfach. Ich bitte dich, Samantha. Ich habe gar nicht vor, mit ihm darüber zu reden. Zumindest noch nicht. Aber David ist stärker, als sie ihm zutrauen. Man darf nicht zu hohe Erwartungen an jemanden stellen, aber andersrum ist es auch nicht gut. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie es nach dem Unfall war. Du warst nicht hier, als sie ihn zurück in dieses Haus brachten und er zum ersten Mal ohne Laura hier war. Du musstest es nicht mit anhören. Er hat wegen der ganzen Verbrennungen bestimmt höllische Schmerzen gehabt. Siehst du? Du weißt überhaupt nichts darüber. Oma, jetzt sei mal nicht so zickig, ja? Ich fand dich immer so lieb. Und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, vielleicht steckt sie hinter all dem, warum auch immer. Ich kann gar nicht glauben, dass Dr. Stiles sich um die Reparatur meines Motorrads gekümmert hat. So etwas Nettes hat noch nie jemand für mich getan. Das solltest du nicht allzu viel drauf geben. Über Geld muss er sich nämlich keine Gedanken machen. Haben Sie diesen Schlüssel schon mal gesehen? Er ist für den Turm und ich habe ihn unter der Statue neben der Tür gefunden. Turm? Ja, der Zierturm gleich neben der Garage. Ach, dieses alte Ding. Da war schon seit Jahren niemand mehr drin. Nicht einmal, als Laura noch am Leben war. Aber der Schlüssel sieht gar nicht so alt aus. Ich weiß auch nicht. An deiner Stelle würde ich lieber die Finger davon lassen. Der Turm ist irgendwie unheimlich. Was? Warum ist der Turm unheimlich? Und warum sagt Sam nicht einfach zu ihr, ey, Oma, komm mal bitte mit und guck dir das mal draußen an, beziehungsweise im Turm an. Denn da ist nirgendwo Staub, da muss jemand gewesen sein. Aber das macht sie nicht. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier hin, um zu gucken, ob der David da ist? Ja, ist er sogar. Dr. Stiles? Ja? Mir ist da etwas eingefallen, wie wir herausfinden können, ob die Vorfälle auf dem Campus inszeniert wurden. Ja. Wenn wir den Zeitpunkt des Experiments ändern und zum Beispiel schon um 15 Uhr anfangen, dann kann die Person unmöglich rechtzeitig Vorbereitungen treffen. Und den Ort sollten wir vielleicht auch ändern. Gute Idee. Wirklich? Es sollte auf das Experiment keinerlei Auswirkungen haben, also warum nicht? Aber wir müssen uns einen neuen Ort und eine neue Übung einfallen lassen. Und Sie müssen die Studenten über die Änderung des Zeitplans informieren. Das ist kein Problem. Natürlich, das werden wir machen, aber ja so spät wie möglich, damit auch niemand mehr Zeit hat, da was vorzubereiten.
Ich habe mich über Helena informiert. Sie hat dieses Jahr in Oxford angefangen, aber möglicherweise ist sie schon viel länger hier in dieser Gegend. In ihrem Zimmer lag ein Theaterprogramm von Oktober 2002 herum. Oktober? Ja, außerdem glaube ich, dass sie ein Drogenproblem hat. Ich habe in ihrem Zimmer Spritzen und Ampullen gefunden. Vielleicht hat sie die Sachen ja auf Rezept bekommen. Und es handelt sich nur um Beruhigungsmittel, oder? Sie ist jung und gesund. Warum sollte sie etwas verschrieben bekommen haben? Außerdem ist sie offensichtlich reich und ein Partygirl. Nur weil sie reich ist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Egal. Fakt ist, ich habe dort die Spritzen und die Ampullen gesehen. Aber ich behalte wohl meine Meinung lieber für mich. Keine schlechte Idee. Er ist aber auch teilweise echt so zickig zu ihr. Wie wäre es mit Diskuswerfen bei dem Experiment heute? Wir könnten wieder die Horsepath-Laufbahn nehmen. Niemand würde erwarten, dass wir für das Experiment den gleichen Ort nochmal nehmen. Ganz schön gerissen. Diskuswerfen sollte sich gut für eine Visualisierung eignen. Einverstanden, Sam. Gut. Sehr schön, dann hat Sam also endlich mal was zu seiner Zufriedenheit gemacht. Das ist ja nicht schlecht. Haben wir... Hier ist immer noch irgendwas. Ich überlege gerade, wo könnten wir noch hingehen auf dem Anwesen? Im Turm wird ja nichts mehr sein. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwas. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hierhin zurück und versuche nochmal mein Glück hier mit dem Hütchen spielen. Denn sowas mag ich eigentlich immer total gerne, sofern das jetzt auch funktioniert. Und ich das irgendwie hinbekomme. Ich fand das auch damals in dem Let's Play von Lost Horizon ja echt toll mit diesem Hütchenspieler. So, das ist der Hausmeister. Der ist an dem Sicherungskasten. Ich gucke mir das jetzt alles hier nochmal ganz genau an. Ich denke nicht, dass ich hier irgendetwas anrühren sollte, solange der Hausmeister da ist. Hier vielleicht sieht so aus wie der... Ich denke nicht, dass... Hauptschalter, Sicherung, Sicherung, Schalter. Scheint der Schalter für das Alarmsystem zu sein. Ich rühre ihn bestimmt nicht an, wenn mich der Hausmeister sieht. Ist jetzt mal ganz blöde, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht probiert. Scheint der Schalter für das Alarmsystem zu sein. Okay. Ich dachte jetzt, kann ich irgendwie die Hütchen hier... Ich denke nicht, dass ich hier irgendetwas anrühre. Ich denke nicht... Wie muss ich... diese Hütchen benutzen. Ich denke nicht, dass ich irgendwas anrühren sollte. Ah, natürlich! Das wäre aber auch ohne die Hütchen jetzt gegangen. Welchen Trick soll ich versuchen? Puh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich gehe ja fast davon aus, dass wir kein Briefgeheimnis nutzen müssen. Ich denke, das passt sehr gut zu dieser Situation. Der bodenlose Becher... Nee, ich möchte ja schon das andere. Das hier möchte ich. Hey, Lust auf ein kleines Spielchen? Ich kenne da ein ziemlich cooles Spiel mit Bechern und einer Kugel. Ich hab zu tun. Hey, dauert nur eine Minute und ist besser als die ganzen Sachen in Las Vegas. Was ist das für ein Spiel? Ich zeig es Ihnen. Wir brauchen dazu drei Becher. Dieser steht auf Position Nummer 1, dieser auf der 2... und dieser auf der 3. Ich kenne das Spiel. Nein, es geht anders. Sie sind derjenige, der die Kugel versteckt. Sie können sie unter einen beliebigen Becher tun. Ich drehe mich um und dann vertauschen Sie die Becher. Danach sage ich Ihnen, in welchem Becher die Kugel ist. Das klappt doch nie. Oh, wir werden sehen. Sie müssen mir nur eine Sache sagen, und zwar, welche Becher Sie vertauschen. Wenn Sie zum Beispiel die Becher auf der ersten und zweiten Position vertauschen, sagen Sie 1 und 2 oder sowas. Aber ich darf die Kugel hintun, wo ich will? Genau. Kann's losgehen? Ich drehe mich um. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ich habe die Kugel versteckt. Vertauschen Sie beim ersten Mal die beiden Becher, in denen sich nicht die Kugel befindet, ohne mir zu sagen, welche Positionen es sind. Danach können Sie jeden beliebigen Becher vertauschen, müssen aber immer sagen, welche Sie tauschen. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1
und 2. Ich vertausche 2 und 3. Ich vertausche 2 und 3. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 3. Okay, das konnte ich mir jetzt natürlich nicht merken. Was ich aber direkt schon gesehen habe, ist, dass auf diesem Becher, der ja zuvor da stand, das weiß ich noch ganz genau, dass da so ein schwarzer kleiner Fleck drauf war. Jetzt weiß ich nicht, ob es der Becher ist. Ich versuch's einfach jetzt mal. Also der stand auf jeden Fall vorher an dieser Stelle. Ah, Mensch. Okay. Da ist sie. Wie hast du das gemacht? Ach, das war einfach nur Glück. Nein, das kannst du mir nicht weismachen. Du musst mir unbedingt sagen, wie du das gemacht hast. Mit der Nummer verdiene ich drüben im Pub ein Vermögen. Ach, ich verrate nur ungern meine Tricks. Das hat seinen Preis. Was willst du? Augen schließen und bis 100 zählen, Schalter umlegen lassen? Oh, Yankee Doodle Dandy singen. Ja, bitte. Das möchte ich. Hüpfen Sie auf einem Bein herum und singen Sie Yankee Doodle Dandy. Bist du... Nein. Schade, das wäre sicher lustig gewesen. Ja, das glaube ich auch. Gucken, was er dazu sagt. Also ich denke mal, Schalter umlegen lassen ist natürlich das Richtige. Machen Sie die Augen zu und zählen Sie bis 100. Aber leise. Warum? Das gehört einfach dazu. Ich komme mir vor wie ein Idiot. 1, 2... Leise. Okay, oder aber sie kann in der Zeit den Schalter umlegen. Das kann natürlich auch sein. Ach klar, wahrscheinlich hätte er das nicht gemacht. Wenn wir gesagt hätten, leg doch... So, jetzt sollte ich den anderen Flügel betreten können, ohne dass der Alarm losgeht. Ja, dann erlösen wir den Hausmeister mal wieder. Oder? Gut, dass das nur ein Trick aus einem alten Kinderbuch war und kein echtes Zaubergeheimnis. Ich würde auf Lebenszeit aus der Zauberkünstlergemeinschaft verbannt werden. Okay, aber wenn er noch die Augen zu hat, dann können wir jetzt nach oben in den 3. Stock. Und da müssten wir jetzt eigentlich die Zimmer von Malik und Angela finden. Oh, hallo Malik. Mit dir wollte ich reden. Hi Sam. Ist leider kein guter Zeitpunkt. Was ist los? Nichts. Ich wurde nur gerade gefeuert. Das tut mir leid. Aber finanziell ist das doch kein Problem für dich, oder? Und ob? Ich brauche das Geld. Ich habe 6 Geschwister, um die sich meine Eltern kümmern müssen. Ich will ihnen so wenig wie möglich auf der Tasche liegen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich muss mir wohl einen anderen Job suchen. Das tut mir leid. Was soll's? Ich hab's eh gehasst, für diesen Typen zu arbeiten. Warum machst du eigentlich bei dem Experiment von Dr. Stiles mit? Ich bin ein großer Fan von Stiles. Wegen ihm bin ich sogar nach Oxford gekommen. Aber bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, bei einer Vorlesung von ihm dabei zu sein, hat er aufgehört. Warum unterrichtet er nicht mehr? Soweit ich das sehen kann, hat er außer den Verbrennungen keine bleibenden Schäden bei dem Unfall erlitten. Und geistig scheint er auch noch voll auf der Höhe zu sein. Er ist schon okay. Irgendjemand muss ihn nur wieder zurück ins Leben bringen. Und die Leute müssen endlich aufhören, ihm das Leben schwer zu machen. Ich muss los. Bis später. Tschüss. Okay, und damit ist er für mich auch nicht mehr verdächtig, wenn er nämlich wirklich ein großer Fan von David war. Und wenn er auch seiner Familie so wenig wie möglich auf der Tasche liegen will, dann kann er natürlich das Geld echt gut gebrauchen. Und deshalb wird es tatsächlich, und das ist ja auch eigentlich klar durch die Szene, die wir in der Hypnose da gesehen haben, dass es eins von den Mädels ist. Die Frage ist nur, welche? Helena oder... Keine Ahnung, wer hier wohnt. Helena oder Angela? Angela? Oh, hi. Ist das Angela Mulhollands Zimmer? Ja, ich bin Kelly, ihre Mitbewohnerin. Hi, ich bin Sam. Angela ist nicht hier. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Ja, dein Pullover ist sehr hässlich. Dein Pulli gefällt mir. Oh, danke. Ist mein Lieblingspulli. Handgemacht von meiner Mutter. Im Ernst? Ja, sie ist wirklich gut. Aber ich habe vom Stricken überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, erstmal ein bisschen Smalltalk hier zum Warmwerden. Hat Angela viele Freunde? Tja, nicht, dass ich wüsste.
Ich glaube, du bist die erste Freundin, die ich hier gesehen habe. Hat sie schon mal von einem Freund erzählt, der sich mit Zauberei beschäftigt? Nein. Oh. Haben alle Studenten Mitbewohner? Kommt ganz drauf an. Ich bin gerade erst hierher gekommen und dachte, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, um Leute kennenzulernen. Und? Wie lebt es sich so mit Angela? Gut. Ja, ist ganz nett. Nächstes Semester kriege ich wohl mein eigenes Zimmer. Je älter man wird, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, mit Fremden zusammenzuwohnen. Das mag wohl stimmen. Also über Angela haben wir jetzt nichts rausbekommen, was sie in irgendeiner Art und Weise entlastet. Können wir uns hier umgucken? Ich muss Kelly irgendwie loswerden, damit ich das Zimmer unter die Lupe nehmen kann. Das ist soweit klar. Ich weiß ja, dass Angela ziemlich schüchtern ist und das perfekte, verträumte Mädel abgibt. Aber mit so einem kindlich eingerichteten Zimmer hätte ich dann doch nicht gerechnet. Nein, ich ehrlich gesagt auch nicht. Da liegt sogar eine Puppe auf dem Bett. Ist ja alles rosa, wie Kelly das nur aushält. Ob wir uns das angucken können, während sie hier ist? Ich kann hier nicht rumspionieren, wenn Kelly im Zimmer ist. Das war ja fast klar. Nette Aussicht, aber das bringt mich keinen Schritt weiter.